Täglich greifen Hacker die weltweiten Datennetze an. Sie stehlen Identitäten, betreiben Wirtschaftsspionage und gefährden die nationale Sicherheit. Bayerische Wissenschaftler entwickeln neue Verschlüsselungsmethoden, die auf den Gesetzen der Quantenmechanik basieren. Diese könnten ein bisher unerreichtes Maß an Sicherheit bieten. Die Quantenkryptographie ist insofern für mich wunderbar, weil wir keine Annahmen über die Technologie des Abhörers machen müssen. Neue Kleinsatelliten sollen im All einen Quantenschlüssel erzeugen und ihn per Laserstrahl an Sender und Empfänger übertragen. Das ist die Herausforderung, dass man diese ganzen Funktionalitäten so kompakt unterbringt. Die Laserstrahlen empfangen nur bodengestützte Verfolgerteleskope. Ob der Satellit sich präzise ausrichten kann oder überfordert ist, sollen die kommenden Experimente zeigen. Es werden erstmal alle Systeme ausgecheckt. Funktioniert der Funk? Wird der Satellit nicht zu heiß? Funktioniert der Onboard-Computer? An der Ludwig-Maximilians-Universität München untersucht ein Team um den Quantenphysiker Harald Weinfurter die Quantenkryptographie. Dabei übertragen Quantenbits Informationen in einem vordefinierten Zustand. Sobald jemand versucht abzuhören, ändert sich dieser Zustand. Absender und Empfänger bemerken, dass etwas nicht stimmt. Wir wissen, welche Informationen Abhörer maximal haben können. Die können wir dann auch praktisch gegen Null gehen lassen und dann können wir darauf vertrauen, oder beziehungsweise vertrauen, wir haben es gemessen, welche Informationen der Abhörer haben kann oder eben dann keine mehr. Und das ist das Neue an der Quantenkryptographie. Die Kommunikation dann erfolgt ganz normal, wie sie immer erfolgt, mit dann diesem sicheren Schlüssel. Quantenpartikel können gleichzeitig mehrere Zustände einnehmen, bis sie gemessen werden. Diese Eigenschaft macht es unmöglich, Informationen zu kopieren, ohne den ursprünglichen Zustand zu verändern. So entstehen die neuen Verschlüsselungsmethoden. Wir sind nicht abhörsicher. Wir wissen aber, dass die Information des Abhörers nicht groß sein kann, wenn wir sie eben so messen. Und das ist das Wichtige. Heutige Verschlüsselungsmethoden erzeugen einen Code, der sich nur mit großem Aufwand knacken lässt. Der Quantenschlüssel verändert sich bei jedem Abhörversuch und macht diesen sichtbar. Bei allen herkömmlichen Verfahren vertraut man der Mathematik und dass eben der Abhörer keine Geräte hat, um dementsprechend jetzt diese mathematischen Analysen, die notwendig sind, jetzt wirklich durchzuführen. Und bei der Quantenkryptographie können wir messen, ob ein Abhörer in der Verbindung ist und wie viel er diese Verbindung angegriffen hat. Bei der Übertragung von Quantenschlüsseln per Satellit kann die Atmosphäre die empfindlichen Photonen leicht stören. Die Reichweite der Satelliten ist deshalb begrenzt. Für ein weltweites Netz könnten in Zukunft tausende Satelliten nötig sein. Am Zentrum für Telematik in Würzburg entwickelt ein Team um den Mathematiker Klaus Schilling besonders kleine und preiswerte Cube-Satelliten, die in Zukunft Quantenschlüssel preiswert übertragen sollen. Alle Komponenten, von der Stromversorgung über Kommunikationssysteme bis zu wissenschaftlichen Instrumenten, müssen stark schrumpfen. Was für die Satelliten die große Herausforderung ist, dass man hochgenau den Satelliten ausrichten muss, dass man aus 600 Kilometer Höhe genau die 3-Meter-Antenne, die das alles empfängt, treffen muss. Es ist anspruchsvoll, den kleinen Satelliten anzusteuern. Die Kommunikationsbandbreite ist begrenzt. Effiziente Protokolle und Komprimierungsverfahren sind nötig, um Daten zu übertragen. Diese Antennen sind hier aufgewickelt während des Starts. Und sobald man oben ist, ausgestoßen wird von der Rakete, werden die aufgefaltet. Und damit wird dann entsprechend sowohl die Zustandsdaten des Satelliten übertragen, als auch die Kommandierung. Cube-Satelliten sind dank ihres modularen Aufbaus nicht nur preiswert. Sie lassen sich auch schnell entwickeln und an die jeweilige Anwendung anpassen. Wir sehen hier im Innern des Satelliten, da können wir gerade mal reinschauen,
ist alles gesteckt. Man kann wie mit Lego-Bausteinen sich diesen Satelliten zusammenstecken und damit auch entsprechend leistungsfähigere Komponenten beispielsweise einfügen. Den Laserstrahl des CUBE-Satelliten soll eine Bodenstation am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR, in Oberpfaffenhofen empfangen. Hier nutzt ein Team um die Ingenieure Benjamin Rödiger und Johannes Prell ein computergesteuertes, hochempfindliches Teleskop. Es richtet sich präzise auf den überfliegenden Satelliten aus und verfolgt ihn. Mit einem Durchmesser von 80 cm empfängt das Teleskop entweder große Datenmengen oder empfindliche Quantenschlüssel aus dem All. Dazu muss es sich erstmal grob auf den Satelliten ausrichten. Wir wissen genau, wie der Satellitenorbit ist. Das lässt sich berechnen und wir bekommen dann vom Satellitenbetreiber ein File zur Verfügung gestellt, in dem die Orbitdaten gespeichert sind. Diese Orbitdaten können wir direkt ins Teleskop einlesen und dann den Satellit automatisiert mit dem Teleskop verfolgen über den kompletten Himmelsorbit, wo wir ihn eigentlich sehen. Dann muss sich auch der Satellit präzise auf das Teleskop ausrichten. Am Zentrum für Telematik in Würzburg entwickelt die Systemingenieurin Lisa Elsner die dazugehörige Steuerung. Zwar verfügt der CUBE über eine Satellitennavigation, doch diese ist weder präzise genug, noch kennt sie die Lage des Satelliten im Raum. Der Satellit hat ein Lageregelungssystem an Bord. Und um die Orientierung des Satelliten entsprechend auszurichten, braucht man einmal ein System, das die aktuelle Lage des Satelliten bestimmt. In dem Fall nutzen wir Gyroskop und einen Sonnensensor für die Lagebestimmung. Und zum anderen brauchst du einen Algorithmus, der bestimmt, wie die Sollausrichtung des Satelliten sein soll. Und das wird dann in den Regler gefüttert und der berechnet dann entsprechend die Inputs für die Schwungräder, um dann den Satelliten entsprechend zu orientieren. Ein CUBE-Satellit enthält normalerweise drei Schwungräder, die in den drei Achsen rotieren. Beschleunigt oder verlangsamt die Steuerung diese Schwungräder, dreht sich der Satellit um jede Achse. So ermöglichen die elektrisch angetriebenen Schwungräder präzise Steuerbewegungen, um Antennen, Kameras, Solarzellen oder Laserstrahlen auszurichten. Das sind Reaktionsräder, also kleine Schwungmassen, die sich drehen. Und wenn sich das dreht, dreht sich der Satellit in die entgegengesetzte Richtung. Über Satellitennavigation kennt der CUBE zwar seine Flugbahn, aber nicht die Lage im Raum. Hier helfen die Sterne. Sie stehen seit Milliarden von Jahren am selben Platz und dienen ihm als feste Bezugspunkte, an denen sich der Kleinsatellit dank seiner Kameras orientieren kann. Der ist hier sichtbar und damit können die Sternbilder mit einer Kamera erfasst werden, werden dann im nächsten Schritt mit den Sternenmustern, die in dem Speicher abgelegt sind, verglichen. Und damit kann man hochpräzise, ähnlich wie die Prinzipien der antiken Schifffahrt, kann man dann bestimmen, wo man genau hinschaut. CUBE richtet sich nach bekannten Sternbildern und zielt mit dem Laser auf Oberpfaffenhofen, während er über die Pole fliegt. Doch diese Orientierung allein reicht nicht, um das Teleskop genau zu treffen. Deshalb hat das Team um Benjamin Rödiger am Boden einen zweiten Laser installiert. Hier von der Bodenstation generieren wir eine Laserbarke, ein Leitsignal. Das wird hier direkt am Teleskopkopf erzeugt und geht dann über diese Glasfaserleitung hier zu den Kollimatoren. Und der Kollimator, dieses kleine Teil, sendet dann den Laserstrahl in Richtung des Satelliten. Trifft der Laser den Satelliten, richtet sich das Sendesystem im Satelliten aus, um das Teleskop präzise zu erfassen. Gleichzeitig orientiert sich das Teleskop am Laser. So behält der Satellit das Teleskop trotz der großen Entfernung im Blick. Es wird irgendwo zwischen 500 und 600 Kilometern sein, wahrscheinlich so 550, so um den Dreh. Das wäre dann der Abstand, wenn der Satellit direkt 90 Grad über uns ist. Wir können mit dem Terminal, das haben wir in einem Boden-Boden-Test bereits bewiesen, ab 10 Grad Elevation eine Verbindung aufbauen. Da haben wir eine Verbindung von etwa
1200, 1300 Kilometern Entfernung von der Bodenstation zum Satelliten. Fängt das Teleskop den Laserstrahl ein, leitet es ihn mit Hilfe von Spiegeln eine Etage tiefer. Dort präparieren weitere Spiegel und Filter den Laser. Jedes Lichtteilchen im Strahl trägt Informationen. Jedes Photon wird so präpariert, dass es einen bestimmten Zustand annimmt, etwa eine spezielle Polarisation. Wir haben hier im Gebäude verbaut einen QD-Pfad. Das ist ein Linsen- und Spiegelsystem drin, das uns das Signal nach unten hier faltet. Und dann kommt das Lichtsignal direkt hier aus dieser Röhre auf diesem Spiegel hier unten an. Der Zustand der Photonen ist äußerst empfindlich und kann durch jede Messung zerstört werden. Deshalb bereiten die Ingenieure und Physiker den Laserstrahl am optischen Tisch auf. Geht in den optischen Derotator, der uns das Bild, je nachdem wie das Teleskop steht, entsprechend richtig hindreht, dass wir immer ein korrektes Bild sehen. Geht hier dann raus. Hier haben wir noch unsere Acquisition-Kamera und Tracking-Kamera, damit wir das Signal auch verfolgen können für den Operator. Geht ins erste Relay ein. Dann treffen wir hier hinten auf einen Fast Steering Mirror. Dieser ändert uns den Tip-Tilt. Spiegel lenken den Strahl präzise in die gewünschte Richtung, während Filter nur Photonen mit bestimmten Eigenschaften in der Polarisation oder Wellenlänge durchlassen. Signal geht hier weiter, kommt hier hinten an, wird dann hier in den sogenannten adaptive Optikdaten weiterverteilt. Hier haben wir nochmal Empfangssetup für klassischen Kanal, aber auch Wellenfrontsensor, um unseren verformbaren Spiegel einsetzen zu können, der uns das Signal, welches das Teleskop einfängt, korrigiert, weil die Atmosphäre uns das Signal verändert. Am Ende dieser Reise gelangen die Photonen in eine Glasfaser, bevor der Strahl seinen Empfänger erreicht. Dort wird jedes einzelne Photon gemessen. Das Signal geht hier hinten in die Faser. Dort ist eine spezielle Faserkopplung aufgebaut und geht hier in der Faser verlegt über den optischen Tisch in einen Photonendetektor, der außerhalb des optischen Tisches steht. Aus dem Messergebnis im Photonendetektor lässt sich dann ein Schlüssel berechnen, der zur Verschlüsselung von Daten genutzt wird. Zur Erzeugung des Lasers richtet an der Ludwig-Maximilians-Universität derweil der Physiker Moritz Birkholt 4 Mikrolinsen auf 4 Laserdioden aus. Diese sind Teil der Mikrooptik. Wir haben nach den Linsen noch eine weitere Optik, die quasi die 4 räumlich getrennten Laser übereinander legt. Dazu benötigt man die Linsen, um die Laser später im Satelliten in die Optik einzukoppeln. Die 4 Laser erzeugen 4 Zustände. So entstehen die Photonen im Satelliten, welche die Physiker nutzen, um den Quantenschlüssel auszutauschen. In den Fokuspunkt der Linsen fährt, dann sieht man durch die Linsen durch die Laser fokussiert und auch wie sie leuchten. Am Ende wird der Cube 3 Lasersysteme besitzen. Die Ludwig-Maximilians-Universität benutzt dabei eine andere Wellenlänge als das beteiligte Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts in Erlangen. Dabei wollen die Wissenschaftler herausfinden, welche Wellenlängen widerstandsfähiger gegen atmosphärische Störungen sind. Wir wollen beides ausprobieren. Eben jedes hat seine Vorteile. Bei den Telekom-Wellenlängen kann man auf Telekom-Technologie zurückgreifen und recht gut hochintegrierte Systeme bauen. Wir müssen das ein bisschen komplexer, aber dann doch auch sehr klein bauen. Aber es funktioniert auch so. Während Physiker die Hardware zusammenbauen, programmiert nebenan Adomas Baliuka die dazugehörige Software. Dabei stellt ihn der schuhschachtelgroße Satellit vor Herausforderungen. Es mangelt an allem. Rechenleistung und unterschiedliche Elektronikkomponenten, die nicht immer zusammenpassen. Die eine Schwierigkeit ist, auf dem Satelliten hat man Bedingungen, die man normalerweise, wenn man Software entwickelt, nicht berücksichtigen muss. Man hat wenig Strom,
oder nur kleine Batterien, die man nicht leersaugen darf. Man muss aufpassen, zum Beispiel, dass kosmische Strahlung die elektronischen Komponenten nicht beschädigt oder verhindert, dass sie richtig funktionieren. In Würzburg bauen Ingenieure neue Cube-Satelliten. Dazu verwenden sie Gallium-Arsenid-Solarzellen, die besonders effizient sind. Sie liefern dem Satelliten trotz kleiner Fläche ausreichend Strom. Nachteil: sie sind sehr empfindlich. Deshalb programmiert der Informatiker Florian Leutert Roboter, um die Solarzellen mit dem Rahmen zu verkleben. Wenn die einmal mit dem Kleber in Kontakt kommen, kann man die nicht wieder lösen und oben hochziehen. Da muss wirklich beim ersten Mal alles sitzen. Kann das natürlich manuell machen, aber dann würde man sehr, sehr konzentriert vor dem Teil sitzen, muss es submillimeter genau halten. Also es ist sehr schwierig für einen Menschen, das fehlerlos zu machen. Vor dem Einbau in den Satelliten prüfen die Ingenieure ihre Photovoltaikmodule immer wieder. Fällt eine einzige Zelle aus, könnte der ganze Satellit unbrauchbar werden, weil er dann zu wenig Strom produziert. Was wir hier machen, ist einfach nochmal den kompletten Test des fertiggestellten Panels. Das heißt, wie die ganzen Paneele hier in Reihe geschaltet, die einzelnen Zellen Spannung liefern. Wir schauen dann, dass das Panel komplett fertig produziert ist und auch sauber funktioniert, wie wir das wollen. Im Rheinraum montiert Ingenieur Roland Haber die Photovoltaikmodule am Satelliten. Da die Zellen sehr empfindlich sind, müssen die Ingenieure selbst kleinste Schäden vermeiden. Sonst könnten die Zellen schon beim Start der Rakete zerbrechen. Also wir versuchen gerade beim neuen Satelliten, der demnächst starten soll, die Panels drauf zu machen. Das sind diese Solarzellen, die man am äußeren Rand sieht. Und mein Kollege versucht, die gerade zusammenzuschrauben, damit der Satellit am Ende auch Energie gewinnen kann in der Sonne. Die Montage erfolgt im Rheinraum. Da kleinste Staubpartikel aufgrund der hohen Temperaturen im All auf den Solarzellen oder Kameralinsen festbrennen könnten. Die ganzen Komponenten dürfen halt nicht voll mit Staub sein oder anderen Partikeln. Das heißt, was hier in dem Rheinraum passiert, ist, dass die Luft von oben runter bläst und alles möglichst rein bleibt und auch kein Staub sich niedersetzen kann auf den Solarzellen. In Oberpfaffenhofen simulieren die Ingenieure Benjamin Rödiger und Johannes Prell die erste Datenübertragung nach dem Start. Bei nur 2 Überflügen pro Nacht muss sich das Teleskop genau auf den Satelliten ausrichten lassen. Das eine ist das Teleskop an sich, wie gut das justiert ist. Das wird anhand von Sternanmessungen gemacht. Da wird dann ein Mountmodell erstellt, sodass das Teleskop immer genau weiß, an welche Position es schaut. Für die sichere Datenübertragung bevorzugen die Ingenieure einen klaren Sternenhimmel bei Nacht. Wolken stören die Signale. Wolken ist natürlich immer so ein Thema. Es gibt so ganz hochfliegende Wolken, Eiswolken. Da ist es durchaus noch möglich, ein Signal aufzubauen. Bei dichten Wolken, da haben wir natürlich keine Chance. Wenn die Wetterbedingungen stimmen, übernimmt am Cube-Satellit das OSIRIS-Modul die Kommunikation. Es sendet nicht nur die Quantenschlüssel per Laserstrahl, sondern empfängt auch Laser vom Boden. OSIRIS nimmt über das Teleskop, empfängt das Signal. Das wird dann an dem Spiegel reflektiert. Da ist ein beweglicher Spiegel drin. Trifft dann am Ende auf einen Sensor, der den Einfallswinkel misst. Gibt diesen Einfallswinkel wieder zurück an den Spiegel. Und der Spiegel korrigiert diesen Einfallswinkel, dass wir wieder in demselben optischen Pfad sind. Das OSIRIS-Modul entwickelte ein Team um die Ingenieure Benjamin Rödiger und René Rüddenklau am Institut für Kommunikation und Navigation des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt. Damit glichen sie die Restungenauigkeit des Satelliten aus. Unsere Aufgabe ist es dann noch, mit dem beweglichen Spiegel, der sich hier befindet, diese restliche Ungenauigkeit auszugleichen. Und dazu fahren wir zuerst ein Suchmuster. Dabei sucht der eingebaute Spiegel den Boden spiralförmig nach dem Laser ab und richtet anschließend den Sendelaser aus. So lassen sich Restungenauigkeiten von plus minus einem Grad korrigieren. Es kann immer mal der Fall auftreten, dass man noch kleine Anpassungen machen muss. Und in dem Fall können wir eine Funkverbindung zum Satelliten aufbauen
und dann die Software statt jetzt wie hier über ein USB-Kabel dann per Funk hochladen. Da der Quantenschlüssel zur abhörsicheren Kommunikation an Bord des Cube-Satelliten entstehen muss, entwickelten Forschende der LMU, des Max-Planck-Instituts für die Physik des Lichts in Erlangen und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen die nötigen Module. Zur Übertragung dieses Schlüssels bestand die größte Herausforderung für die Ingenieure dann darin, die weit auseinanderliegenden Wellenlängen der Laser der Max-Planck-Gesellschaft und der Ludwig-Maximilians-Universität über das OSIRIS-Modul auszusenden. Entweder testen wir das Experiment mit dem Max-Planck-Institut oder mit der LMU. Bei dem Experiment mit dem Max-Planck-Institut ist es relativ einfach, weil wir da eben im ähnlichen Wellenlängenbereich sind. Bei dem Experiment mit der LMU, da kommt eben genau das zum Tragen. Da sendet gleichzeitig der 1550 Laser von uns und der 850 Laser von der LMU. Und die größte Herausforderung für das Institut für Telematik war die Entwicklung der Steuerungssoftware, damit sich der Satellit so präzise ausrichten kann. Die größte Herausforderung ist hier eben, dass man die präzise Regelung hinbekommt und dass man eben den Satelliten nachführt, sehr präzise. Insgesamt geht es bei Cube darum, diese komplexen Technologien erstmal zuverlässig in Betrieb zu nehmen. Wir wissen dann, dass diese Module, so wie wir es gebaut haben, funktionieren. Und damit können wir natürlich wesentlich besser dann auch diesen neuen Modulen trauen. Sollte Cube zuverlässig funktionieren, wäre die erfolgreiche Erzeugung und Übertragung von Quantenschlüsseln durch einen Kleinsatelliten eine Weltneuheit. Bisher brauchte es dafür erheblich größere Satelliten. Das wurde schon mal im Orbit gemacht von den Chinesen mit einem Satelliten, der war 600 Kilogramm schwer. Wir machen jetzt dasselbe mit einem, der ist nur 3,5 Kilo schwer. Satelliten ermöglichen die weltweite Quantenkommunikation. Der Satellit sendet Polarisationszustände zur Erde. Messen zwei Empfänger die Photonen, erzeugen sie den geheimen Schlüssel. Damit lassen sich Daten sicher übertragen.